Warm-up 1. Beginne mit dem Einschwingen. Strecke dich mit beiden Armen nach oben. Nun ziehst du erst mit der linken und dann mit der rechten Seite nach oben. Dehne jetzt zuerst deine linke Körperseite. Und danach die rechte Körperseite. Beende die Dehnung und nimm die Arme wieder herunter. Warm-up 2. Beginne deine Schultern gleichzeitig vorwärts zu kreisen. Und nun kreise rückwärts. Intensiviere die beidbeinige Schwingung und streck die Arme gegengleich abwechselnd nach vorne, zur Seite und nach oben. Beende das Aufwärmen und lass die Arme wieder locker hängen. Push Power. Beginne mit beidbeinigem, intensiven Schwingen und press gleichzeitig deine Hände vor dem Körper fest zusammen. Während du diese isometrische Spannung eine Minute hältst, bewegst du die Arme langsam von unten nach oben und wieder zurück. Bewege die Arme wieder in die Ausgangsposition und löse die Spannung. Locker kurz die Arme aus, während du weiter schwingst. Pull, Power. Nun verhake die Finger vor dem Körper und ziehe die Hände vor dem Körper auseinander. Während du diesen Zug ebenfalls eine Minute hältst, bewege deine Arme wieder langsam von unten nach oben und wieder zurück. Bring die Arme wieder in die Ausgangsposition und löse den Zug. Locker kurz die Arme aus, während du langsam ausschwingst. Jogging, Cardio. Beginne auf der Stelle zu laufen und arbeite dabei tief in die Matte hinein. Intensiviere die Übung, indem du das Tempo leicht steigerst
und dabei die Knie stärker nach oben ziehst. Nun schwingst du noch stärker mit den Armen und aktivierst dabei die Oberkörpermuskulatur. Laufe langsam aus und beginne wieder zu schwingen. Jumping, Cardio. Beginne nun mit einer Hampelmann-Bewegung. Das heißt, im Wechsel spreizst du deine Beine und Arme vom Körper ab und beim nächsten Schwung ziehst du diese wieder zum Körper. Versuche nun einen Taktwechsel bei den Armen. Das heißt, die Arme ziehen nun zum Körper, während die Beine abgespreizt werden. Wechsel erneut den Takt. Und schwinge nun wieder beidbeinig. Twist, Flexibility. Intensiviere die Schwingung und beginne die Beine in der Flugphase abwechselnd nach links und rechts zu drehen. Dabei bleibt der Oberkörper unbewegt und die Arme sind seitlich ausgestreckt. Intensiviere die Übung nun dadurch, dass du die Arme gegengleich mitschwingst. Schwinge nun langsam aus und komm zur Ruhe. Rotate, Balance. Beginne beidbeinig zu schwingen und drehe deinen Körper um eine Vierteldrehung nach links. Wieder nach links. Nun zurück nach rechts. Und wieder in die Ausgangsposition. Nun drehst du den Körper um eine Vierteldrehung nach rechts. Wieder nach rechts. Nun zurück nach links und wieder in die Ausgangsposition. Nun intensivierst du die Übung, indem du eine halbe Drehung nach links machst und nun wieder zurück nach rechts. Jetzt eine halbe Drehung nach rechts und wieder zurück nach links. Wieder zwei Vierteldrehungen nach links und wieder zurück. Und nochmal abschließend zwei Vierteldrehungen nach rechts und wieder in die Ausgangsposition zurück. Beende nun die Drehung und schwinge weiter. Cross Balance. Kreuze im Takt die Arme vor dem Körper und bewege die schwingenden Arme auf und ab. Nun beginnst du zusätzlich mit dem beidbeinigen Schwingen. Intensiviere die Übung durch eine Langlaufbewegung mit den Beinen. Beende die Bewegung und schwinge langsam aus.
Cooldown. Beginne mit dem Ausschwingen. Strecke dich mit beiden Armen nach oben. Jetzt ziehst du abwechselnd die linke und dann die rechte Seite nach oben. Dehne nun erst die linke Körperseite und danach die rechte Körperseite. Beginne deine Schultern vorwärts zu kreisen. Und nun kreise rückwärts. Lass die Schwingung langsam ausklingen. Stretch, Flexibility. Geh in die Hocke und fasse den Rahmen deines Bellycon fest mit beiden Händen an. Ziehe nun in dieser Position den Po nach hinten und spüre die Dehnung der Rückenmuskulatur. Halte den Rahmen weiter fest und strecke langsam die Beine. Spüre nun die Dehnung in der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Richte dich wieder auf, indem du die Wirbelsäule langsam Wirbel für Wirbel aufrollst. Swing and breathe, relax. Leg dich auf die Matte und zieh die Beine an den Körper. Beginne mit leichten Schaukelbewegungen und spüre deinen Körper. Beende nun die Schaukelbewegung und beginne eine kreisende Bewegung mit den angewinkelten Knien im Uhrzeigersinn. Und nun kreise umgekehrt gegen den Uhrzeigersinn. Beende die Kreiselbewegung und stelle die Füße auf dem Geräterand ab. Lege deine Hände auf den Bauch, schließe die Augen und spüre nun abschließend in deinen Körper. Atme frei und tief ein und aus. Und spüre die wohlige Wärme.